Oh Gott, oh Gott. Ja, also dieses Spiel, da kannst du sagen, was du willst, das hat so viel Potenzial. Wenn du halt schon anfängst bei dem Spiel die Filme mit, also alle Horrorfilme mit einzubeziehen. Ich hab gerade noch so gesagt, also das Spiel hat so viel Potenzial, wenn du halt anfängst, Horrorspiele mit einzubeziehen oder Charaktere oder Orte aus Horrorgames hier mit zu, dann du kannst so viel machen. Betty Moore. Gruppe, perfekt. Ach so, wir haben ja die letzten Aufträge geschafft. Das heißt, ich muss mein Wettversprechen einlösen. Florence Charakter hat mit einer Rüstung zu tun. Oh, Scheiße. Oh nein. Oh, ich bin so tot. Oh, Scheiße, das wird so ungeil. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Oh, nein, bitte nicht, das, was ich denke, bitte nicht, das, was ich denke. Das ist Anfänger, oder? Ja. Bitte nicht, das, was ich denke, bitte nicht, das, was ich denke. Vielleicht sieht meine Windel aus. Bitte nicht, das, was ich denke, bitte nicht, das, was ich denke. Oh Gott. Hallo. Seid ihr so schnell? Ach so, ihr rennt. Natürlich, denkst du, ich latsch hier? Ja. Bin ich am Morgen noch nicht im Haus. Ich glaube, in den ersten 5 Minuten müssen wir noch rennen können, oder? Ja. Ich renne auch danach noch. Das ist die ganze Zeit Shift. Ich höre gar nicht auf. Hab hier gerade was mit 13 Grad gehabt? Ja, hier oben. Strom ist im 8 Keller. Grad oben. Okay, 8 wir Grad kommen. oben. Schreibe in das Buch. Der Knochen ist auch hier oben. In dem, perfekt, ich hol gleich Foto. Links. Ich hol gleich Foto. Wo soll ich denn die? Hier. Das reicht. Okay. Schreibe in das Buch. Ob Kamera steht. 5 Grad. Ich hol Stuff. Ich finde es so cool, wenn dann das Update kommt und wir kennen ja nun schon so die meisten Maps, bis auf die großen und so. Ich finde es cool, weil wenn dann neue Maps kommen, dann freuen wir uns auf die neuen Maps. Yep. Ja, auf die neuen Maps bin ich echt gespannt. Ich habe mal das Thermometer-Ding da vor die Tür geworfen. Schwarzlicht hat noch keiner mit, oder? Bitte? Nee, Schwarzlicht. Ich bring Schwarzlicht mit, also. Ja, okay, ich bin schon weg, glaube ich. Du kannst ja Kamera auch noch mitnehmen, wenn du willst und so. Mimi! Komm, ist alles gut. Komm, läuft doch super bis jetzt. Bis jetzt. Ich hab. Ja, und du. Gefriertemperaturen, ich hab Atem. Wow. Okay. Ist das der erste Hinweis? Ja. Denke. Ich komme auch mit Schwarzsicht und zweiten Buch. Schwarzsicht habe ich kurz mal Ach, abgelöscht, Stops schon hätte ich ja nichts noch gefunden. Nehmen können. Schwarzlicht war nichts zu sehen gerade. Hast du gerade ein Foto gemacht? Ja, habe ich. Alter, das war so laut, das hat man bis draußen gehört. War ein krasses Foto. Wir haben nur Gefriertemperaturen bis jetzt, ne? Ja. Okay. Ich schmeiß mal hier. Bist du hier bei uns? Rede mit uns. Kommuniziere. Sei nicht mehr so ein Geist wie der Letzte. Sei bitte kommunikativ. Ich leg mein Buch hier im Flur. Ja. Schreib in das Buch. Hier wird dein Bart. Grabbel den Schrank an. Ich grabbel den Schrank. Falls du das Wort Grabbel nicht kennst. Die Tür, dankeschön. Ach nee, das warst du. Verdammt. Geht doch sowas hier? Nee, das geht nicht auf, oder? Nee. Da unten? Nee, der Schrank nicht. Schreib in das Buch. Bist du hier bei uns? Ja, da war eine Tür.
Oh, hast du die? Ja, aber ich hab gerade eine Schublade aufgemacht. Ja, irgendwo hier war gerade eine Tür, ich hab's gehört, aus der Richtung kam's. Nee, es war nicht, war ein Türgeräusch. Irgendwo hier war eine Tür. Hier vielleicht? Ich hab EMF5 hier im Flur. Okay, ist eingetragen. Phantom, Banshee. Oder Banshee. Fingerabdrücke oder. Oder. Geisterkugel. Okay, ich check mal Kugeln. Okay. Was finde ich auch noch fehlt, ist so die atmosphärische Hintergrundmusik irgendwie bei dem Game. Dieses Dröhnen reicht für einen. Ich könnte eine Playlist anmachen, aber das wäre schon wieder vorgegriffen. In dem Zimmer ist es ziemlich heller. Sieht aber gerade nicht so aus. Kann jemand in dem Zimmer die Lampe ausmachen? Ich bin gerade unten. In dem Zimmer ist hinten eine Lampe. Ah ja. Jupp, danke. Kannst du die Kamera noch ein kleines Stück drehen nach rechts? Blub. Oh, Alter. Ich weiß halt nicht mal. Also du Alter, what the fuck? Was? Was los? Alter, bin ich erschrocken, der ist in mir drin gespawnt. Boah. Ich hab nichts gesehen. Ich weiß nicht, wie man die dreht. Mit linker Maustaste und, also du guckst halt hin, linke Maustaste und dann mit F platzieren. Und gucke, dass die anders. Perfekt. Ich komme jetzt rein. Orbs, wir haben Orbs. Wir haben Orbs. Ist ein Phantom. Sanity ist bei allen noch gut. Ich 80, ihr 270. Lupp fast 80. Ja, 70 habe ich gemacht. Wir brauchen noch ein Foto vom Geist. Ich hab Sanity Pin in meiner Windel. Was? Wo hast du die Sanity Pin? In meiner Windel. Du hast eine Windel an? Jetzt gerade. Der war auf 8! Ja, kurz. Ist so eine Anfängermission. Wie heißt denn der nochmal? Indy. Betty Moore. Ja. Ich habe ein Foto gemacht. Wie heißt der? Betty Moore. M-O-O-R-E. Hä? Warte mal. Ah, okay. Indy, dreh dich mal von dir aus gesehen nach rechts. Noch ein Stück nach hinten. Jetzt beug dich mal nach vorne. Alter, ich dachte, da steht ein Gas, weil Briefkasten. Warte, mach das nochmal ganz kurz. Warte. Ja, perfekt. Das ist das beste Foto. Wenn das gesynkt ist, könnt ihr in eurem Buch jetzt kurz das neueste Foto angucken. Das ist das beste Foto. Ich sehe nur schwarz. Ist es bei euch nicht gesynkt? Oh, schade, das wäre so witzig. Nee. Ich stehe gerade im Qual meiner Also ich habe hier drei Fotos vom Knochen und dann zwei Fotos, wo man nichts drauf sieht. Ja, das eine, ich habe einen Screenshot gemacht, ich kann euch den Screenshot dann gleich mal zeigen. Ich sehe ein Foto, wo einer durch die Wand... Ja, genau das! Das Indie. Hat schon hinten gelehnt. Brach nicht. Das war der Geist. Wo ist die Tür? Ich habe die Tür geöffnet. Bist du hier bei uns? Mach mal das Licht aus hier. Zeige dich uns. Was warst du, kleiner Mann? Phantom. Phantom, zeige dich mir. Bist du hier bei mir? Hallo? Phantom? Ich will aufs Bett hoch. Danke. Seid ihr im Flur gerade?
Seid ihr gerade im Flur? Ja, im Spiegel. Im Spiegel. Lupf mit der UV-Taschenlampe. What the fuck? Tali glitscht durch die Wand. Mach das jetzt nur nochmal, bitte. Warte. Guck mal. Achso, 3, 2, 1. Ah, der Geist hat mich. Das habe ich gerade draußen gesehen und dachte mir so, what the fuck? Ich möchte anmerken, dass mein Räucherstäbchen wieder unendlich jetzt hast du. Das war noch besser. Mach mal ein Foto. Ich muss es angucken. Hä? Ich sehe das nicht. Wieso sehe ich das nicht? Also ich sehe das da, aber da. Bist du hier bei mir? Geist. Wenn ja, so zeige dich mir. Gib mir ein Zeichen. Sehr aktiv. Ja, nicht wirklich. Wo denn? Also nee, du bist bei unter 50%, teile ich bei 60. Bei uns ist nichts. Okay, ich bin am Weg. Kann mir jemand Sanity-Pillen reinbringen oder soll ich rauskommen? Ich kann dir welche. Je nachdem, wie viel wir haben, kann ich hier welche raufbringen. Ich glaube, 4 Stück, oder? Wir haben noch volle 4. Sie steppt bei mir. Bist du bei mir? Aktivität ist auch auf 4. Wo bist du? Wie alt bist du? Rede mit mir. Zeige dich. Willst du mir. Ich die im LKW halt höre? Hörst du die auch im LKW? Krass, ne? Das sind zwei Kollegen von mir. Null. Wow. Ich gebe mir die Mühe. Unter 60%, Tani. Ich gebe mir voll die Mühe, ne? Ich bin auf dem Weg mit Tabletten. Oh ja, Tabletten. Hallo, bist du schon da, Indy? Was war nochmal der dritte Hinweis? Ja, mach den Mund auf. Dann gebe ich sie dir. Ja, das ist schwierig durch die Wand. Also Gefrier, EMF und Geisterkugel. Oh, Tabletten. Hm. So. Wie viel Sanity habe ich jetzt? 93, 95. Nice. So, dann zeige dich mein Geist. Mein Räucherstäbchen brennt immer noch. Ja. Wieso zeigt sich der Geist nicht mehr? Wie war der Name? Wo liegen die? Betty Moore. Betty, zeige dich uns. Wo hast du die Räucherstäbchen hingezahnt? Die habe ich in meiner Hand. Ach so. Ich hab gedacht, die werden hier oben im Raum. Betty Moore, bist du bei uns? Das dann gehen sie aus, so halten die ewig. Betty Moore, möchtest du mit uns reden? Ansonsten, wir haben ja noch ziemlich viele, ich glaube 2 Stück oder so. Möchtest du uns etwas zeigen? Betty Moore, kommuniziere mit uns. Zeige dich uns. Betty Moore. Betty. Betty. Betsy. Betty Lee. Ich bin in den Schrank reingelaufen. Bettino, zeige dich! Betty, zeige dich! Mann, wir geben uns echt Mühe. Ich komme auch mal wieder rein. Bettina Morigella. Sie hat das Licht im Haus komplett ausgemacht. Vielleicht ist ja die Black Betty. Ah, oh, das Lied ist gut. Jetzt habe ich ein Lied im Kopf. Danke, Leani, jetzt habe ich ein Ohrwurm. Bettina, Indy möchte mit dir kuscheln. Geht das eigentlich auch umgekehrt, wenn ich mich jetzt hinstelle und ich gucke so rückwärts in den Raum rein? Oh Gott. Warte mal. Sekunde. Warte, jetzt und. Hallo. Ich verballer hier gerade die Fotos. Was so geil. Nimm den Kopf aus der Pflanze. Betty Moore, zeige dich. Stell dich uns. Stell dich der Fotokamera. Das ging bei dir auch immer noch? Was? Mein Räucherstäbchen. Da ging eine Tür irgendwo. Wie ist das Atem? Ja, das Räucherstäbchen brennt noch.
Das brennt schon seit 15 Minuten. Da träuchert richtig gut rein. Ja, du kennst das Lied. Natürlich kenn ich das Lied. Also eben ist er genau hier gespawnt in mir drin. Da liegt auch ein Handy, oder was liegt denn da unten? Hat sie ihr Handy runtergeschmissen? Ja, hat sie. Du schmeißt dein Handy runter, ja, Betty. Das würde ich auch machen, wenn ich plötzlich in mir drin spawnen würde, der Handy auch auf den Sausen bekommen. Wahrscheinlich hat der Geist sich genauso erschrocken wie ich. Betty Moore, wo bist du? Zeige dich uns. Du bist eine Schande für alle Geister. Wenn du dich uns jetzt nicht zeigst in materieller Form. Hier bei dem Laken, das sie so runterhängt, da kannst du dich hochglitschen. Wie ein Hochglitz ums Bett. Hä? Lol. Und wenn du jetzt hier über, und jetzt hier über das Kissen auf diese Lehne. Jo, easy. Betty Moore, zeige dich uns. Ich getraue mich jetzt nur von der Position, weil sie fast in der Decke. Sie hat die Tür aufgemacht. Betty, Essen ist fertig. Ach komm. Gib Pizza, Dönerpizza. Oh, lecker, lecker Dönerpizza. Oh. Oder, wisst ihr, was lecker käme? So ein Gulasch mit mit Spätzle oder so. So ein richtig schöner, deftiger Gulasch. Oder mit Klößen und Rotkraut und Soße. Oh. Ich muss... Sauerbraten. Okay, ich muss demnächst wieder ein paar Kochvideos machen. Ich werde mal so aufwendige Kochvideos machen demnächst. Ich Bock drauf. Komm, Betty, du altes Schumpfuhn. Okay, jetzt wirst du aber unter der Gürtellinie. Aktivität war kurz auf 10. Wow, ja, haben wir nichts mitgekriegt von? Fanny, du bist wieder bei 70%, Inis bei 50. Okay, jetzt reicht es mir, um was zu essen. Tut mir leid, der Ani, sorry. Ja, ich bin auch weg. Soll ich mitkommen? Haben wir noch Pillen oder? Eine Pille haben wir noch. Betty Moore. Zeige dich. Ja, 65% Tanin ist bei unter 50. Wenn ich bei 60 bin, sag Bescheid. Sie hat gerade versucht, hier Licht anzumachen und hat das Handy weggekickt. Zeige dich, Geist. Wo bist du? Feigling, Bock. Bist bei 62. Ja, die traut sich nicht. Die ist voll feige. 10. Wo bist du, Betty? Komm her. Ich bin hier, ich warte nur. Zeige dich. 8, 4. Gib mir hier die größte Mühe, Alter. Dieser Geist ist schon wieder so zum Kotzen. Du steppst doch hier. Zeig dich doch mal. Feigling. Bis bei 60, genau. Ja, die steppt hier die ganze Zeit. Die macht nix. Ich krieg keine Ahnung. 58. Ja, komm hier mit den Gegnern, dann komm ich raus. Soll ich Pillen mitbringen oder nicht? Ich weiß nicht. Lohnt sich das auf Krampf jetzt? Also, keine Ahnung. Nee, dann nicht. Wie viel bin ich? Wir sind Zeuge eines Events geworden. Ja gut, das habe ich nicht gesehen. Wie viel bin ich, Sanity? Ja, du hast die Tür wieder aufgemacht. Ich bin nicht mehr im LKW. Seit hat die Tür hier aufgemacht. Also bewegt. Ich würde aufpassen, Tani. Es war fast unter 50. Ah, hier bist du doch. Ja, komm, ich komm. Ah, ich komm mit hier. Komm, YOLO. Die ist so lost. Aktivität auf 5? Ja, die ist trotzdem lost. Die kann das nicht. Das ist der schlechteste Geist in der Geschichte der Geister. Wie du anfängst zu rennen. Ja, ach komm. Wir wissen, was es ist. Wir geben es den Geisterjägern wieder. Die kommen jetzt und töten dich. Haha. Also vertreiben dich oder whatever. Ich lasse den Räucherstäbchen da. Es brennt unendlich lange. Keine Ahnung. Die aggressiv. Wenn man mal ein Foto haben muss, weißt du, dann kriegst du wieder keins. Das ist doch. Habt ihr das alle eingetragen? Ja. Ja. Ich will ein Foto von dem Geist machen. Ich will noch mal so ein Foto von dem Geist. Ich will so eine Situation wie vorhin zusammen mit der Toilette. Das ist voll cool.
Na, Phantom. Das sieht sehr ungesund aus. Tanis Kopf ist in Indys Hals. What? Das er steht ist ineinander. Nicht so gut. Nur auf Tanis Kopf ist halt Indys Kopf. Das sieht sehr. Ich möchte mir kurz anmerken, dass in der Stream-Beschreibung steht kurzer Stream. Ja, ist auch ein kurzer Stream. Ich meine, wenn ich sage, ist ein normaler Stream, dann sind es so 8 bis 10 Stunden. Kurzer Stream ist ja noch alles im Rahmen. Versuche mich gerade zu behindern. Ich blocke. Wo hast du denn das mit dem Kopf gesehen? Naja, ich stand 200. Vor euch. Oh, lol. Ach so, ich habe gedacht, du hättest hier auch ein Foto. Guck mal, ihr seht die selben Fotos wie ich. Ja. Also hier sehe ich in dir die Wand. Also hier unten links, das finde ich gut. Das ist auch nicht schlecht. Also hier die beiden oben und unten rechts ist bei mir schwarz, aber die anderen sehe ich. Ja, die sind bei mir auch schwarz. Die Geister haben das gemacht. Das war die Kraft der Geister. Besser als Fotos vom Geist. Das müssten die beiden sein, wo du mich fotografiert hast. Die waren vorher schwarz. Ach nee. Das war ein bisschen witzig, die Fotos. Das Spiel hat seine Momente. Das ist ja eine Anfängermission, also ganz gechillt. Eigentlich können wir den Wagen komplett voll pumpen hier mit Zeugs. Mache ich auch immer schon. Echt noch nicht? Ich halte mich nur sehr zurück. Bleib nicht so lange im Dunkeln. Okay. Okay. Ich will, dass die Geister auf mich triggern. Ich will, wenn ich die Geister anfluche, da anmaule, dann sollen die auch auf mich triggern. Das nervt. Dass die Geister mich ignorieren, das macht mich kirre. Wenn ich sage, du bist ein Scheißgeist, dann musst du auftauchen als Geist und sagen, nee, das muss doch funktionieren, oder nicht? Das nervt. Ich beschwere mich gerade schon wieder über Geister. Wieder ein Foto, ja super. Oh, da kriegt man nie eins, ey. Reagiert auf Gruppen Nancy Robinson. Robinson, das sagt mir irgendwas. Irgendein Film? Ah, ja, genau deswegen. Ich habe die Ani so sehr getriggert, dass ich was zu essen holen musste. Ich habe auch Hunger, ich habe kaum was gegessen heute. Ich auch noch nicht. Ich habe noch gar, doch, ich habe Waffeln gegessen, mehr noch nicht heute. Ich überlege gerade, was ich als nächstes Kochvideo mache. Ich meine, zu Weihnachten gibt's safe Blätz, also Kekse, Zimtsterne und Linzerschnitten. Aber was mache ich noch? Was koche ich mal wieder richtig? Als Kochvideo. Habt ihr einen Vorschlag? Gute Frage. Achso, du läufst schon hier unten. Okay, da gehe ich hoch gleich mit. Indy, hast du EMF-Reader nur oder hast du Thermometer? Ich habe nur einen EMF-Reader. Dann komme ich mit dem Thermometer mit. Hier, ich habe hier 8 Grad. Okay, dann kommen wir zu dir. Aber ich glaube, es ist nicht der Raum, es ist der Nachbarraum. Ich glaube, das glitscht hier durch die Wand. Ich hatte hier unten gerade irgendwie hier schon wieder. Aber das war dann bestimmt... Ja, hier ist auch der Knochen 5 Grad. Okay. Letzter Raum hinter der Treppe quasi, gegenüber vom Klo. Ist das von Simon und Garfunkel, Leani? Das kenne ich gar nicht. Ich hole gleich noch die Fotokamera. Ist das Anfänger oder fortgeschritten? Anfänger, ganz gechillt. Grad. Oh, ist das eigentlich immer hier die Axt im Spiegel? Nein. 1 Grad.
Ich bring mal die Orb-Kamera, habe ich mit. Also ich würde sagen, der ist aggressiv, der Geist. Minustemperaturen confirmed, minus 0,8 nice. Grad. So, hallo. Hier ist nur die Axt. Ach so. Wo ist denn die Axt unten? Nee, wenn du die Treppe hochkommst, direkt. Wo ist es denn der Raum? Wo ist denn der? Da hinten links, die Ecke, hinten links. Da hinten? Nee. Rechts, also wenn du rumgehst, dann der rechte. Also hier, wo der Knochen drin ist? Ja, genau, da wo der Knochen ist. Beim Knochen ist auch Minustemperatur. Ah ja, ich sehe es hier, okay. Dann setze ich das mal hier hinten hin. Obkamera steht. Axt im Spiegel. Bist du hier bei uns? Kannst du? Ich habe mir nur gerade die Axt angeguckt, die ist mir gar nicht aufgefallen. Kannst du uns ein Zeichen geben? Bist du hier? Du kannst, wenn du magst, da nach Obst gucken. Wer bist du? Okay. Der war aber recht aktiv die ganze Zeit. Wo bist du? Zeige dich uns. Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch, so voll hypnotisiert. Schreibe in das Buch. Schreib da jetzt rein. Mal was, mach Warum was. Warum bist du hier? Wer hat dich umgebracht? Hast du dich selbst umgebracht? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob da ein Orb war wegen den Kameras. Könnte sein, aber bin mir sehr unsicher. Hat was umgeschmissen gerade, ich weiß noch nicht wo. Irgendwo hier drin. Okay, ich hab. Licht ist aus bei mir. Ich sehe bloß deine Taschenlampe oben auf deiner Schulter, ne? Das ist voll creepy. 5 oder 3? Die MS ist nur 3. Siehst du was? Ich sehe keine Orbs jetzt gerade. Also wenn da eben einer war, dann irgendwo beim Bett, aber das kann auch irgendwie eine Reflexion gewesen sein. Da bin ich mir echt nicht sicher. Soll ich die Kamera neu positionieren? Vielleicht so ein ganz kleiner Tucken nach rechts oder so. Kannst du mit uns reden? Besser? Ja, bist du. Die Kamera ist nicht an. Wo bist du? Ja, ich schmeiß die Sachen um, hätte gerade eine Dose umgeschmissen dort bei dem Schaukelstuhl. Ich bin schon wieder nicht sicher, war das ein Orb oder. Ah, diese Kamera. Ich hab. Die sind so übertrieben hell. Ich hab ausgemacht. Indy, hast du es immer hinten in der Ecke bei dem Schaukelstuhl? Diese Atemwolken von der Gefriertemperatur, die irritieren total manchmal. Warte, ich gehe woanders hin. Wir gehen woanders hin. Ich gehe hinter den Schaukelstuhl. Wo ist denn der? Hier. Ja, 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 jetzt habe ich ihn gesehen. Deutlich. Nice. Was haben wir da noch auf der Liste? Phantom oder Jura. Und was haben wir auf der Extraliste? Phantom WEMF 5. Die Geisterbox. Oder das Buch. Extraliste ist Zeuge eines Geisterevents, Kruzifix und ein Foto. Sie hat ins Buch geschrieben. Ist ein Jurai. So, also was noch alles extra? Ihr seid beide bei 70%, unter 70%. Zeige dich. Kruzifix und Foto. Sie hat mich an. Sie hat mich angehaucht. Aber das ging. Es war vorherzusehen, dass das kommt. Es war okay. Hast mich nicht erschrocken. Ich dachte gerade, der Schatten. Ich komme mit 2 Kruzifixen rein. Ja. Kann man mir Sanity Pill mitbringen, bitte? Das wäre ganz toll. Dann bleibe ich gleich hier. Also, dann bleibe ich nämlich gleich hier. Hier liegt übrigens ja, neben. Sanity kann ich mitnehmen. Ich möchte mal anmerken, dass neben diesem Bett hier in dem Raum eine Axt liegt. Das ist jetzt ein Witz, das Kruzifix ist hinter den Schrank gebacken. Haben wir nicht 2?
Oder drei? Zwei? Ja, ich meinte das zweite, ich hab's jetzt wieder. Alter, das ist so, dass man nicht springen kann, das nervt mich, ey. Geist, bist du hier bei mir? Kannst du mir ein Zeichen geben? Kannst du dich materialisieren? Ich fange dich wieder an, Dusch zu beleidigen, wenn du das nicht tust. Ich mach mal die Tür zu. Bist du hier? Hi! Alter, ist das praktisch. Was denn? Ist alles okay? Oh, die Hätte auch. Du bist noch bei 85 gewesen, Tami. Ich bin bei 85? Ja. Und ja, weil er. Durch den Atem. Ja, weil er mich angehaucht hat. Guck mal, guck mal, Blub. Na, stell dir mal vor, du hast dann beim nächsten Update, du guckst hier raus und draußen steht Slenderman oder sowas im Wald und du guckst hier hoch. Alter, hinter Stille, ja, Tür. Oh, Alter. Indy, sag doch was, wenn du reinkommst. So. Ich hab das Kruzifix mal in die Tür gelegt, das weiß, hab ich hier in der Hand. Ja, dann wird das wahrscheinlich wieder nicht mehr bewegen. Ich glaube, wenn du das hinlegst, dann sind die echt frozen. Ja, er soll ja drüber laufen, das zählt ja auch schon. Ja, das passiert auch wahrscheinlich nicht. Ey, ganz ehrlich, wenn der Stuhl hier mal irgendwann wackelt, ne, einfach so, das wäre echt weird. Ach, verdammt. Schmeiß es nicht aufs Bett oder so, dann kannst du durchbacken. Bist du hier bei uns? Gib uns ein Zeichen. Scheiße. Zeig, was du drauf hast. Achtung! Ich habe es gerade noch gesehen, dass sich bewegt hat. Das sieht pervers aus. Ein bisschen. Kannst du uns ein Zeichen geben? Ein besseres als ein Anhauchen. Zeige dich uns, Geist. Ich habe so null Vertrauen in dieses Kreuz. Ja, hätte ich auch nicht. Das bringt nur was, wenn du es ihm anschmeißt, wenn er auf dich zukommt. Du musst es dann vor dich torben, also vor dich hinschmeißen. Ich habe schon zweimal nach dem geschmissen und ich bin auch sicher, dass ich ihn getroffen habe. Das ist bei mir lieb. Ja, ich weiß, ich kann ja, wie die Kruzifixe funktionieren sollen. Vielleicht brauchst du dafür fünf Stück und legst sie im Kreis um dich rum. Kann auch sein. Hör auf, Sachen umzuschmeißen. Zeige dich. Bist du hier bei mir? Wo bist du? Die anderen zwei sind weg. Wir sind allein. Wenn du dich zeigen willst, dann jetzt. Die sind rausgegangen. Wo bist du? Aktivität 2, Sanity ist so um 60-65%. Bei mir? Ja, also bei mir auch. Die Pillen für dich liegen am Tisch. Na, die nehme ich gleich mal. Kruzifix hat scheinbar nichts gebracht. Hab Pillen genommen. Wie hieß die nochmal? Nancy Robinson. Nancy Robinson, bist du hier? Nancy Robinson, kannst du mich wahrnehmen? Kannst du dich mir zeigen? Fallen irgendjemand böse Sprüche ein zu Nancy Robinson? Nicht wirklich. Ist. Wieso droppt meine Sanity im LKW? Das ist nicht gut. Weil Nancy bei dir ist. Nancy. Guck mal, Nancy, da kommt der gute Indy, hat ein Stofftier dabei, setzt es auf deinen Stuhl. Ist auf 1 gestiegen. Ja, Indy hat ihr Stofftier mitgebracht, das hat sie wahrscheinlich gefreut. Auf 3. Nancy, zeige dich. Das hat nicht funktioniert, ich hab dich kommen sehen. Nee, funktioniert nicht. Bäh, 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 bäh. Hieß die Frau in der Reifeprüfung nicht auch Mrs. Robinson? Hör auf, das Licht anzumachen. Nicht du.
Weißt du, was viel creepier ist als der Geist? Indy steht vor mir und singt. Achtung, Indy, komm zu mir. Mal wieder Achtung und... Das Atmen bringt nichts mehr bei mir. Nancy, hör auf mit dem Quatsch. Aktivität 5. Ja, 5, aber das macht nichts. Die kriegt es nicht mehr gebacken gerade. Ich nehme mal einmal Pillen und komme auch wieder rein. Nancy ist zu schlecht dafür. Ja. Nancy ist bei der Geisterprüfung durchgefallen. Oh Gott. Also ich muss sagen, das Singen fand ich gerade creepier als den Geist. Das war unheimlicher als der Geist. Das ist ein ganz bekanntes Lied. Sing nochmal. Naja, nein. Warum? Angst? Gehst du in deine Ecke? Hello, Mrs. Eieiei. Die denkt sich auch gerade, oh, verpissen die sich bitte wieder. Gar keinen Bock mehr. Ich halte das Kreuz in diesen Ventilator, damit sich der Geruch des Heiligen, was auch immer, im ganzen Raum verbreitet. Ja, klar. Nancy Robinson, du bist eine Flasche. Andere Geister wollen nichts mit mir zu tun haben. Weil du einfach scheiße bist. Zeige dich jetzt. Und hör auf mich anzuhauchen, das bringt nichts. Ich sehe, dass du, wenn du mich anhauchst, ich sehe, dass du auf mich zukommst. Das sieht man. Ich übe schon mal für das Pen and Paper. Gott beschütze uns. Also es ist echt so, oh nein, bitte nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ja, du triggerst mich da gerade schon wieder damit. Ja, aber ich weiß, dass dich das triggert. Hä, was ist das? Nancy Robinson, mach das Licht aus. Ich hoffe, in dem Kinderspielchen. Zeig dich lieber richtig. Ey, wie oft die Namen jetzt schon gesagt habe, ne? Danke, Indy. Guck mal, Indy ist nett, Nancy. Du bist nicht. Indy ist nett, du nicht, Nancy. Und du schmeißt nur dein eigenes Zeug durch die Gegend, ja? Nancy, also bitte. Obwohl, das heißt nicht, dass das Nancys Zeug ist, was kann sein, die hat schon im Haus einfach eingenistet. Kann ja auch sein. Ich gehe mal davon aus, dass das das Haus ist von demjenigen, der drin rumspringt, aber das muss ja gar nicht sein. Nancy Robinson, hast du jetzt Angst, ja? So viel Publikum oder was? Nee, aber ich. Warum hast du Angst? Die macht nichts. Das ist safe immer die Oma oder ein Kind. Also, Juraj ist ein Geist, der in die psychische Welt zurückkehrt aufgrund des Hasses und einer unerfüllten Rache. Okay. Nancy, kann es sein, dass dein Mann dich hier in diesem Bett mit Elisabeth betrogen hat? Oh, jetzt geht's aber zu weit. Also jetzt stellst du Thesen auf, ne? Also da wird kritisch. Nancy, hör auf, das hin und her zu hopsen. Nee, auch nicht umzuschmeißen, das bringt's genauso wenig. Hör auf damit. Zeige dich lieber. Mein Gott. Die Blume mit dem Kreuz rumläuft. Kreuz. Obi. Das kann nur der Papst sagen, glaube ich. Das kann ja nur der Papst geben, das Obi et Obi Ding. Der Papst spricht durch das Kreuz. Dann würde ich mir Sorgen machen. Hast du denn das Kreuz vorher in Weihwasser getunkt? Nee, ich habe drauf gepinkelt. Nancy, ich gehe. Ich lasse mir den Bein alleine. Ja, viel Glück. Ich bin raus. Oh Mann, Nancy. Jetzt haben wir wieder so einen Geist. Wir brauchen ein Foto und die so... Nö. Also sobald man ein Foto braucht, kommen die nicht. Voll feige. Es ist schlimm. Kann ich die Axt eigentlich nehmen? Nee, habe ich vorhin auch versucht. Das wäre cool. Ich finde das cool, wenn es so ein Event geben würde, wo der Geist die Axt nimmt und einen so neben einen in die Wand wirft. So bam. Jo. Ja. Jo. Hase. Ich habe mich gerade schon gefragt, ob man den nehmen kann. Ja, kann man. Nancy kann Robinson. Auch das hier trinken, das nee. Ist Alkohol aus. Wie ist sie jetzt, Nancy? Ich habe schon wieder zu oft gesagt. Nancy Robinson. Oh, verdammt. Du hast... Honey. Was denn? Oh, ein Teller, cool. Warte. Frisbee. Puh. Oh, ich kann das nicht so gut. Nancy Robinson, zeige dich. Nancy Robinson, zeige dich. Ich habe das Radio angemacht.
Ja, das ist nicht zeigen. Nennen Sie auf damit. Zeige dich. Materialisier dich. Los, Indy, Frisbee. Nein. Woo! Nice, wo ist es hin? Da. Die hat hier was umgeschmissen. Ja, weil die kann nichts Besseres. Achtung, Möge Frisbee. Der heilige Whee! Vater dich vertreiben. Foto, danke. Da. Wir können. Was? Das hier, na, nicht. Oma. Ich sehe dich. Da. Ja, easy. Das interessiert sie nicht. Abgang. Hier hast du noch eins. Danke, Nancy. Tschüss. Ich habe mir zwei Kruzifixe in den Arsch gesteckt. Vielleicht war das der Fehler. Du hättest noch eins oben reinstecken müssen. Oder so in meine Ohren. Ich finde das gut. Wir sind schon so pro, dass wir den einfachen Schwierigkeitsgrad schon richtig locker nehmen. Finde ich gut. Ja, richtig locker. Ja, okay, vielleicht ein bisschen creepy, aber... Aber es war eine Oma, es ist da entweder Oma das Kind, ich wusste es. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, Kruzifix, ja. Ich glaube, das Kruzifix geht nur, wenn sie dich heimsucht. Ich hab sie zweimal! Ja, ich glaube, das geht so, wenn sie dich heimsucht. Das heißt, nur wenn sie jagt und sie berührt das Kruzifix, dann geht das. Ach, das mach ich nicht. Also sie stand da und ich habe sie mit abgeworfen. Indy hat 32%. Wollte ich sagen. Oh. Ja, Indy, der sie nicht gesehen hat, ne? Sie hat 32. So, habt ihr es eingetragen? Ja. Okay, dann go. Weil ist der nächste Auftrag ein kooperativerer Geist. Um nicht 20.000 Mal den Namen sagen muss, bevor er auftaucht. Nancy Robinson, Nancy Robinson. Ja, so in etwa. Easy. Easy, Juri. Ja. Wieso muss ich die ganze Zeit auswählen? Warum hat nicht einer von euch mal wieder was zum Auswählen? Ich habe wieder das Farmhouse. Ich hatte ein Streethouse auf Anfänger. Was hat nichts damit zu tun? Fotoapparat, Feuer, Zeug, G. Kruzifix? Der Kruzifix nochmal. Woher kommt der Spruch eigentlich? Kruzifix? Oh, keine Ahnung. Okay. Sanity Pinschen und voll, ich wollte gerade was noch dazu tun. Dann halt nicht. Ja, ich hab mal. Ich bin ja nicht Knicklichter. Das sind so Schwarzlicht-Knicklichter sind das. Da, die kannst du halt auch liegen lassen, dann so. Selten die da was berühren. Ist das nicht genauso wie Kerzen, dass du die einsetzt, wenn Strom generell ausfällt? Und nee, das, bei die Taschenlampe geht ja trotzdem. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, aber bei Kerzen steht irgendwie, dienen dazu, Licht zu produzieren, wenn kein Strom da ist. Ja gut, aber dann machst du es schon mal wieder an. Ich habe eine Kopfkamera gekauft. Ja, Kopfkamera habe ich auch eine gekauft. Aber die habe ich nicht. Ja gut, wir können die dazu packen, dann kann ich mich... Dann braucht man nicht die Dingskamera dazu packen. Warte, dann tue ich noch eine Kopfkamera hinzu, packen wir mal zwei. Dann kann ich die aufsetzen und stelle mich gleich in eine Ecke von dem Raum und ihr könnt dann durchgucken. Oder andersrum. Dann braucht das Stativ nicht mehr. Nee, ja, müssen wir nicht benutzen. Die sind ja schon da und labern, das ist manchmal auch ein Labern. Halten Sie Ihren Verstand oben, indem Sie im Licht bleiben. Ja, ich meine, was wir mit haben, ist ja jetzt nicht so schlimm, können wir ja dabei haben. So, dann nehme ich jetzt aber nicht die Kamera damit, dann nehme ich jetzt... Als ob es irgendeinen Typen gibt, der David Davis heißt. Never. Safe. Ja, USA. David Davison. David Davis. Reagiert nur auf alleine, wieder ein Kruzifix-Aktion und Thermometer und ist so. Das fortgeschritten oder? Nee, ist Anfänger, alles ganz gechillt. Ich bin nicht mehr so ganz 100% bei der Sache, glaube ich. Ja, ist alles Anfänger. Ich nehme das gerade auch alles ganz locker. Oh, sie steppt hier. Sie hat gerade hier gesteppt. Ich glaube, sie ist hier unten im Flur. Ja, wir sind reingekommen und sie hat gesteppt. Ich weiß nicht 100%. Ich guck mal oben trotzdem. Sie steppt hinter mir, also sie verfolgt mich gerade.
glaube bloß, sie verfolgt mich gerade. Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Hier liegt der Knochen. Nee. Könnte bei dir oben sein. Seine Schwester heißt bestimmt Harley Davidson. Geht ja so ein bisschen gut. Noch nichts oben. Strom ist nicht im Keller, wird in der Garage sein. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, musst du. War ich. Ich habe hier ab und an mal 13 Grad, aber ansonsten... Ja, ich auch. Das ist gerade komisch. Ich komme mal mit dem EMF. Wir brauchen halt erstmal irgendeinen Hinweis. Reagiert nur auf alleine. Zur Not stelle ich mich kurz in jedes Zimmer und ihr guckt durch die Kopfkamera oder so. Ich habe gar nichts oben gefunden. Nochmal alles durch. Ja, ich gucke auch gerade schon oben nochmal durch, das zweite Mal, aber ich finde auch nichts. Kommt mir das nur so vor, oder es gäbe es irgendwie, es hätte es einen Fix gegeben oder so, dass das alles wesentlich schwerer ist. Das dachte ich mir auch schon mal. Weil das Thermometer scheint echt... Wegen der Temperatur jetzt? Ja, die wollten das Thermometer ja nerven. Das fühlt sich gerade so an, als hätten die es schon. Aber es gab noch keinen Patch. Ich glaube, die meinen damit, dass man durch Wände und Türen durchscannen kann. Das meine ich euch mit dem Nerven. Weiß nicht, ich kann es nicht so recht... Ne, sie haben ja gesagt, dass man den Raum nicht so leicht findet. Sie hat das Licht überall ausgemacht. Ja, ich gehe in die Garage. Ja, aber wirklich was bringen wird es nur, wenn die wirklich dann die Temperatur nicht von Anfang an so fallen lassen. Ja. Dass man halt wirklich erstmal alles präparen muss und gucken muss, wo ist der Raum und so. Das wäre geil. Dass du nach dem Timer das vielleicht erst fällst. Ja, genau, genau. Dass du vorher... gerade im Flur. Das hatte ich auch vor uns gerade, aber ich finde es nicht, wo genau. Hier? Vorne? Irgendwo hier gerade. Ich platziere mal hier das Buch hin. Der Flur war beim letzten Mal ja auch schon schwierig. Oh, halte das Buch. Ja, in einem Kämmerchen. Also es ist hier wieder dieser Raum hier einfach. Ja, hier 12 Grad. Das Licht haben wir nicht angemacht. Sie ist hier. Ja, das haben wir auch nicht. Hast du es ausgemacht? Schreibe in das Buch. Wenn jemand möchte, kann er jetzt... guckt mal durch die Kopfkamera. Jemand? Einer? Ja, ich bin da. Ich sag, wie ich mich stellen soll. Kannst du auch nochmal gucken, ob sie alleine oder auf Gruppen reagiert? Alleine war das, glaube ich. Alleine, ja. Kannst du dich ein Stückchen nach links drehen? Besser? Ja. Sie steppt neben mir. Ich kann gerade nichts sehen wegen Licht. Also ich sehe jetzt noch keine Orbs. Sie schmeißt Sachen rum. Ich kann mich nochmal auf die andere Seite stellen, dass du den Raum hier drinnen genau siehst. Ich würde mich jetzt nochmal umstellen und gucken, dass du genau den Raum hier siehst. Ich sehe immer noch keine Orbs. Sekunde. Besser? Ja. Noch keine Orbs.
Sie hat hier Esszimmerzeug vom Tisch geschmissen. Warst du das, Indy? Ja. Ich komme mit zweiten Buchen der Geisterbox rein. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Geh auch mal kurz in den LKW. Indy und ich sind bei 70, Blut bei 80. EMF haben wir, das 10 Grad Celsius Ding haben wir noch nicht. Nee, EMF war nur 3. Alter, wie wir schon Geisterbox-Code führt. Nee, ich meine, was das Event angeht. Achso, dann haben wir bis jetzt nur die Geisterbox, ne? Ja, wo hast du die Geisterbox gehabt? Wo war denn die Geisterbox? Ja, direkt da, wo du standest. Okay, also ist sie im Flur. Ich pack mal Salz hin und guck mal, dass sie reintritt. Dann sehen wir ein bisschen, wo sie sich bewegt. Schreib du mal bitte. Schreibe ins Buch. Schreibe ins Buch. So. Bitte Salz verteilt. Gucken, ob wir damit noch was hinbekommen. Soll ich nebenbei irgendwie Musik anmachen? Also wollt ihr irgendwie so ein bisschen Halloween-Musik haben oder so? Ich stelle hier mal noch ein Stativ hin mit Kamera, wegen Orbs. Sie hat, der Hauptschalter ist wieder aus. Sie ist hier durchgelaufen, hier, durch Salz. Wir hatten eine Schwarzlichtlampe. Können wir leuchten. Sieht man Fußspuren? Hier vorne ist sie nicht durchgelaufen. Also dann kann es eigentlich nur einer sein, aber die Info ist irgendwie nicht so zuverlässig. Das war nee. Schon mal so. Ja. Hier die Tür. Diesmal bist du mit der Schwarzlampe schneller da gewesen als wir, aber... Andere Seite vielleicht? Warte mal, Blub. Guck mal hier, guck mal da. Ja, wir haben einen. Da. Fingerabdruck confirmed. Spirit, Gespenst oder Poltergeist? EMF kann es nicht mehr sein. Kugel, Kugel, Buch oder Gefriertemperatur? Schreib in das Buch. Nicht die Tür. Buch. Lol, sie hat den Keller abgeschlossen. Sie schließt den Keller. Jetzt hat sie den Keller wieder aufgeschlossen. Sie schließt den Keller ab. Hier hinten ist sie durchgelaufen. Durch Salz. Ich hole mal Thermometer hier. Liegt hinten noch eins drin. Sie ist hinten nochmal durchgelaufen durch Salz. Also ich find's so... Wir sind alle so bei 60 in über 55. Also ich find's so ungruselig eigentlich ganz angenehm. Okay, dann lassen wir das so. Findest du das so ungruselig? Also ich, wenn ich jetzt, ich würde jetzt einfach nur Halloween-Musik so reinpacken, das wäre nicht unbedingt gruseliger. Vielleicht minimal. Ich glaube, Obst findet man nicht, oder? Nee. Also ich bin 50, Indy 50, Blub 60. Nehmen wir alle Tabletten bitte. Was war das jetzt? Orb? Gefriertemperatur. Okay. Ich sehe deine Kamera. Vielleicht sollte man die Kamera mal nochmal auf die Treppe ausrichten. War das nicht mal so? Können wir mal. Bis nach links. Ah, lass mal so. Alles gut, ich sehe, wenn da was bei dir ist. Hat die rechts neben dir gerade was vom Tisch geschmissen? Dankeschön.
Nee, hast du was gehört? Nein. Dann sah es bei mir nur so aus, dann war es nichts. Ich sehe keine Orbs aus der Position. Also du kannst auch gerne welche anmachen, wenn du magst. Aber ich bräuchte jetzt nicht unbedingt welche. Na gut. Ja, zum Halloween-Stream mache ich Musik an. Jetzt gerade geht... Die macht die Türen auf. Licht aus ein bisschen nach... Ja, noch stieg nach links. Ja, okay. Sie ist so halt so beschissen, ne? Vorne ging gerade das Licht. Also ich sehe nichts, was aussieht wie ein Orb. Aktivität bei 4. Jetzt 6. Aktivität bleibt auf 6. Zellenti sieht gut aus. Aktivität 4. Das niedrigste war 6 Grad, was ich hatte. Aktivität sinkt wieder auf 2. Zellenti sieht noch gut aus als bei 90 noch. Ich stelle mich nochmal anders hin. Kann ich die Kopfkamera wieder ablegen eigentlich? Oh, easy, kann ich. So? Ich sehe nichts, ich sehe, dass du in den Schrank reinguckst oder so. Hä, ich gucke in den Gang rein. Ah, jetzt. Jetzt? Ja. Du hast bei mir Standbild auf dem PC. Indy bewegt sich ja, aber noch. Ich stehe hier. Weil die hast, du hast dich die ganze Zeit nämlich bewegt, sonst. Ja, okay, nee, ich sehe nichts, oder? Das ist halt komisch. Guck mal auf die andere Kamera, ob die Treppe ausgerichtet ist. Ja, guck ich. Stube ist sehr hell, kann er mir mit ausmachen, bitte? Sehr okay. Hell, doch finster alles. Also hier drin ist jetzt kein Licht mehr an. Nee, ist okay. Sieht aber nicht so aus. Auf der Treppe nicht. War doch gut. Hast du gut gemacht. Aber Gefriertemperatur glaube ich nicht. Weil die funktioniert ja jetzt, die Temperatur, die ist nur bei 6 Grad. Ja. Nochmal, wie war der Name? Der Name war David Davis. Okay. David Davis, na guck mal. David! Jo, Double D, was geht? Double D, was geht? Huhu! Bist du da? Bist du zu Hause? Zeig dich mal. Dave. David Dave. Davis. Dein Name klingt sehr seltsam, aber ist okay. David. David, wo ist Goliath? Ich bin jetzt bei 70%. Goliath war gar nicht so ein Riese. Oh. Ich guck mal in die Schränke durch. Kann man das? Wenn die irgendwie den Scheiß noch irgendwie, dass ich das. Wieso kann ich das machen? Wieso kann ich das? Indy? Was? Wieso kann ich überhaupt random Schränke öffnen? Ey, da kommt doch safe noch irgendwelchen Scheiß dazu, oder? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Doch, ich will es wissen. Aktivität 0. David Davison. Du bist bei 60% leicht. Zeige dich uns. Wir plündern deine Wohnung. Immer noch ein Zeichen, ne? Ja.
Es ist Zeit für ein David. Zeit für ein David. David Davison, du dummer Dödel. Boah, jetzt wird's aber heftig. Hab ich nicht gesagt, wenn du jemanden killen willst, kill Indy. Tür? Was war denn? Nix. Indy hat den Geist erstmal richtig krass durchbeleidigt. Aktivität 3. Bist du hier bei uns? Wie in der Stube immer mal zwei Schwarzlichtlampen liegen. Der geht nur auf alleine, oder? Ja. Hambodo! Das war eklig! Der hat keine Haut mehr gehabt! Was? Ich hab ein Foto gemacht! Guck hier! Ich mach grad das Buch zu! Guck hier! Der hat keine Haut mehr! Ihr wisst doch immer noch nicht, was es ist, ne? Das war richtig wild, da kommst du um die Ecke rum und so vor Indy so. Und ich dachte mir so, what the fuck? Alter, damit habe ich nicht gerechnet, dass er jetzt aufkreuzt. Oh, das ist widerlich. Wie geht's uns denn? Oh, 57. Indy nicht so gut. Nee. Alter, ist das eklig. Das ist das erste Mal, dass ich den sehe. Ich guck mal, ob ins Buch geschrieben wurde, ganz kurz. Der hat keine Haut mehr. Das ist. Dem David geht's richtig beschissen. Nimm ein Kruzifix mit. Sanity Pillen sind jetzt alle. Hi. Hi. Deine Sanity sieht gut aus, sehr gut. Bist bei 80. Ja, das sind 8. Ich nehme an, meine Sanity ist jetzt auf. Er hat die Haustür zugemacht. Er ist auf 8. Indy. 9. Er ist auf 9. Sanity ist bei 95%. Aktivität runter auf 1. Hi. Okay, ich bewege mich wieder. Ich dachte, ich hol dich mal ab. Ja. Ich hab gedacht, ich reagiere erstmal nicht. Ja. Uns fehlt immer noch ein Hinweis. Wir wissen nicht mehr, was es ist. Oder es ist eklig. Gespenst. Du kannst deine Kopfkamera wieder absetzen, wenn du die hier an den Haken mit F klickst, wenn du das willst. Lol, ich hab mich gerade gefragt, wen beobachte ich dich die ganze Zeit? Das war ich selber, oder was? Ja, das warst du selber. Poltergeist Orb. Wie kann ich die ablegen? Mit F oder so, oder mit Maus? Ja, genau. Ich dachte gerade, wieso hat da irgendeiner die ganze Zeit das Licht an seiner Kamera? Das weiß ich vielleicht jetzt halt selber. Was könnte es denn noch sein? Geisterbuch oder Orb? Orb glaube ich nicht. Warte mal, aus der Ecke, wo er rauskam, er kam dort hinten bei Indy da aus der Ecke. Ja gut, der hieß nicht, das ist dort der Spawn, der kann ja überall sein. Also ein Buch liegt vor der Kellertür, weil er die halt zweimal abgeschlossen hat und das zweite liegt irgendwo da, ungefähr da, wo er steht, aber nicht genau in der Ecke halt. Oh gut, du kannst mitnehmen. Hä? Schreib in das Buch. Ich weiß nicht warum, aber ich habe beide Kruzifixe mit. Indy, do you wanna buy a Kruzifix? Schön. So. Ganz schön salzig hier. Ja. Ist eine Gamer-Wohnung, das muss so. Spielen wahrscheinlich viel Fortnite.
Oh. Indy? Indy? Ja. Wir haben die Box gerade gehört, oder? Aber die Box hatten wir doch schon, oder nicht? Ja, ja. Das war gleich jemand schon. Oh. Ich hatte mich schon gefreut. Wollen wir Rose kaufen? Nee, also wie gesagt, Buch, Temperatur oder Obst. Ja, genau. Obst wird schwierig. Also Indy hat 90% noch, ich um die 80, du um die 75. Ich weiß, es ist... Haben wir irgendeinen Plan, eine Idee? Gar nicht, ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt, weil er spielt und nicht wirklich mit dem Licht, er macht halt nichts irgendwie... Vielleicht die Kamera nochmal umsetzen, da wo er war, damit wir halt nicht rein müssen, um zu gucken, ich weiß es nicht. Kann ich machen. Ich richte aber es aufs... da liegen zwei Bücher, müsst ihr eigentlich mal reinschreiben so langsam, wenn es das Buch ist. Ist die Cam an? Ich habe sie auf seinen Platz ausgerichtet. Ja, ist halt noch sehr hell, aber die Cam ist an. Aktivität ist die ganze Zeit null durchgehend. Besser? Ich glaube, das ist Taschenlampen nicht da, also prinzipiell ganz gut. Ist das Licht da noch an? Eigentlich nicht. Ich dachte gerade, weil durch das Fenster kommt mega viel Licht durch. Das ist, glaube ich, immer ein Problem, wenn die Kamera auf das Fenster ausgerichtet ist. Besser? Ich sehe noch nicht. War minimal eklig, ey. Der war... Wo war die Tür? Küche? Was sind das denn für schwere Geister heute? Keine Ahnung, vor allem ist es Anfänger. Siehst du das Buch? Achtung! Hat mich angehaucht. Ich bin gerade vor der Cam lang gelaufen. Ja, er hat mich angehaucht. Aber ich sehe diese Nebel jetzt mittlerweile. Das erschrickt mich nicht mehr wirklich. Außer ich sehe den Nebel nicht kommen. Na, kommt der aus dem Keller vielleicht oder so? Nein, ich weiß nie, oder? Ist umgeschmissen gerade schon wieder. Ja, er hat auch gerade die ganze Zeit hier bei mir rumgerollt. Er hat hier vorne im Flur gerade Schuhe und Bilder umgeschmissen. Da ist nix. Da ist halt nix. Nein. Du eine auf, Indy? Ich habe eine auf. Ja. Könntest du dich ein bisschen nach links oben oder so drehen? Irgendwas war da gerade, aber ich weiß nicht was. Weiter nach links? Ja, genau. Temperatur geht langsam runter auf 0,6. 0,4, 0,0. Minustemperatur. What the fuck? Dann ist es ein Gespenst. Das war jetzt oben? Naja, ich habe auf der Treppe gestanden. What the fuck? War es die Treppe oder wie? Ich hab keine Ahnung. Das war aber ich hab. Nein, das kam erst jetzt.
Die ganze Zeit, lange wo gedauert. Ich mit der Kamera da stand, also die, war die Temperatur noch im Plusbereich und dann auf einmal fiel sie. Am Arsch ist das Thermometer OP. Okay, habt ihr alles eingetragen? Der Geist ist ja wirklich nervig. Ja. Wir haben sogar ein Foto von ihm. Und der war nackig. Also ohne Haut. Sexy. Nee, ohne Haut. Müsst ihr jetzt im Dings hängen. Ohne Haut ist nicht sexy. Welcome back. I've got some jobs ready. Hängt der jetzt hier hinten? Nee, doch. Ich will das bitte auch mal sehen müssen. Das. Bei mir hängt es hier unten. Alter. Bei mir ist es hier oben. Alter, ist da der, was ist das denn? Ach, da. Ja, der hat keine Haut. Alter, ist das Gollum ohne Haut? Das sieht aus wie das sieht so aus wie so ein Alien. Das Alter. Ist widerlich. Und das finde ich echt widerlich. Ja. Das finde ich wirklich widerlich, muss ich sagen. Das ist ultra eklig. Boah, nee. Ich boah, Alter. Das war eklig. Das war der ekligste Geistbesetzer. Am Arsch ist das Thermometer OP. An allen Körperregionen wohl nicht. Minimal witzig. Minimal lustig. Doch, scheiße witzig. Sanity, ich schmeiß Sanity-Pillen in den Raum. Ich gönne jetzt richtig. Ich muss nicht wählen. Wuhu, ich bin raus aus der Wählnummer. Ich glaube, das war bei mir jetzt. Ja, du musst jetzt wählen. Wir haben einen Geist hier. Ha. Überaus witzig. Oh, ist richtig wehgetan. Ja. Wir haben jetzt ein Parabol-Mikrofon. Hast du auch eins gekauft? Ja. Ich sehe euch schon mit Parabol-Mikrofon durch die Schule rennen. Ich weiß eigentlich nicht genau, wofür das denn da ist. Ich glaube, um weit entfernte Geräusche. Ich kann auch was anderes nehmen. Oh, Farmhouse fortgeschritten. Oh, ist ja geil. Oh, eine ganz tolle. Ich kann auch was anderes nehmen. Start. herrlich. Wie er noch sagte, ich kann was anderes nehmen. Start. Toll. Und auch voll Laune, ey. Ich spiele seit 6 Stunden. Ich wollte einen kurzen Stream machen. Also ich bin seit 6 Stunden, pass auf, mir ist noch richtig Spaß gerade. Das lenkt mich gerade echt gut auf. Ja, bewegt, aber ich finde den Raum ja nicht. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Also Audio-Sensoren werden hier auf der Tafel angezeigt. Ich habe Knicklicht angemacht. Wo? Oben drauf. Ach da. So. Du hast Name Knicklicht angemacht, Tani, ist aber dreist. Kenneth Moore. Person alleine. Wieder Moore. Hatten wir nicht eben schon mal Moore? Ich meine, Moore, wir hatten auch schon zweimal Kenneth. Ich setz Namen mir einen gewissen Pool an Namen, die sich dann zufällig zusammensetzen. Ich setz mir die Kopfkamera gleich auf. Ich nicht, weil ich ein Schisser bin. Hallo. Das ist nicht das schlimme Haus. Okay. Treppe hoch in dem rechts in dem Raum ist der Knochen. Perfekt, fotografiere ich gleich. Durch die Küche durch hinten ist Strom. Die ist neu, glaube ich. Die müsste neu sein. In dem Raum ist es aber sehr warm. Der Nachtraum ist 11 Grad. Okay, ich komme hoch. Nicht das ganz schlimme Haus, das ist schon mal gut.
Wo ist der Knochen? Ah, hier. Schreibe in das Buch. Hier ist unter 10 Grad. Schreibe in das Buch. Ach, direkt geht nur auf alleine, ne? Ah, schreib doch mal. EMF 5. Nice. Bist du hier bei uns? Redest du nur, wenn du allein, wenn wir alleine sind? Oder redest du auch so? Rede mit uns. Wer ich kann auch wieder gehen. Warte, ich lass euch alleine. Mit Kenneth Moore, ja, vergiss den Namen nicht. Ah, okay, so Kenneth. Hast du gerade den Namen gesagt? Ja. Lol, das ist fortgeschritten, oder? Ja. Er war auf 10. Scheiße. Tut mir leid! Ich hab's vergessen! Wer bist du? Schreibe das Buch und antworte Indy. Wo bist du? Ich versteck mich schon mal provisorisch. Ich hab fast schon den Namen gesagt. Indy? Ja? Redet sie mit dir? Nee. Okay. Ich hab mich nicht gerade provisorisch schon mal versteckt hinter so einer Leinwand. Du sagst den Namen und versteckst dich. Nein, hab ich nicht. Was fehlt denn jetzt noch drin? Wer hat das Licht da gemacht? Ich. Ich hab den Namen gesagt, bin ich doof? Oh Gott. Buch ist noch unberührt. Sicher, dass es der Raum ist? Ist der Raum safe? Hat jemand ein Feuerzeug mit oder so? Nee, ich habe kein zweites Buch platziert. Dann bringe ich mal ein bisschen Salz mit. Ich habe die Kopfkamera auf. Es kann jemand durchgucken, wenn er möchte. Das heißt, jemand darf ihn retten im LKW. Indy, du darfst gucken. Okay, mach ich. Du bleibst mit hier. Du bleibst mit hier. Ich hasse mein Leben. Warum? Stell ich mal hier in die Ecke. So. Indy sagt Bescheid, wie ich mich drehen soll und so. Ein bisschen nach links. So. Ops, ops, ops. Phantom oder Gin oder Shade? Ich würde schon mal auf Shade tippen, weil es so schüchtern ist. Mach das Licht wieder an. Shade wäre dann noch das. Phantom Temperatur und Gin mit Box. Wo seid ihr beiden? Ich bin gerade auf dem Weg, um das Schwarzlicht zu holen. Ich höre sie steppen. Bist du hier? Schreib in das Buch. Ich weiß nicht warum. Das Haus macht mir eine Scheißangst. Ich will da nicht rein. Das ist Zeitbücher drin. Mal in das Buch. Schreib da rein. Los. Mach jetzt was. Ich komm wieder rein. Okay. Schreib. Also ich dachte, da steht jemand, das war aber ein Bild. Oh. Schreibe in das Buch. Kann das Buch überhaupt noch sein? Ja. Schreibe in das Buch. Mit 3 Grad. Hi. Hier, die steppt hier gerade schon wieder. Kannst du uns ein Zeichen geben?
Gib uns ein Zeichen, dass du hier bist. In dem Haus bin ich halt nicht mutig, ne? Das ist doch das Horrorhaus. Zeige dich uns. Gib uns ein Zeichen. Hochgeschrieben. Wo? Pack's in der Hand. Ein schüchterner Shade. Blub, dreh dich mal kurz um. So, Abgang. Bin ich ein Fotomodel? Ah, total. Sehr, sehr fotogen. So. Buch. Ja, ein schöner Shade. Wir könnten noch die Räucherstäbchen platzieren. Ja, können wir. Ein Foto von, vom Shade wäre natürlich auch cool. Ja, Dani, du solltest aber einmal zum Pillen nehmen. Oh, ich bin über 60, lol. Ja, ich bin gerade instant auf 100 gestiegen. Ups. Das, also ja. Wir können auch Räucherwerk drinnen platzieren. Einmal. So, jetzt gehen wir da hoch und räuchern erstmal eine Runde. So, räuchern wir den raus und dann läuft das. Ich glaube, ein bisschen extra Money. Du müsstest mir dann das Feuerzeug geben, weil ich das kann ich machen. Nochmal die Kamera mitnehmen. Ich kann dir das anzünden, glaube ich sogar. Gar kein Problem. Hallo, wir sind es nochmal. Wir wollen hier ausräuchern. Ich meine natürlich, wir wollen hier ein bisschen Weihrauch und so. Komm mal her, nee. Warte mal, warte mal. Nee, bleib mal stehen. Ah, easy. Also es sieht sich irgendwie so aus, als wenn du dich von mir wegbeugen würdest. So. Räucher, Räucher, Räucher. Okay, mein Räucher ist alle. Drogen, Drogen. Frische Haschisch, Drogen. Ja, was? Also, Blut muss ein Bug sein. Hi. Meine Räucherstäbchen sind jetzt, ja, meine Räucherstäbchen sind auch in der Hand. Aber ist dir aufgefallen, dass nur die Räucherstäbchen von Blub nie ausgehen? Meine gehen auch immer sofort aus. Aber Blubs nicht, die halten ewig. Ja, hier in der auf dem Land gewachsenen Räucherstäbchen. Die wachsen bei dir im Boden, die Räucherstäbchen einfach so. Du willst nicht wissen, wo die wachsen. Oh, danke, ich kann dir wieder Räucherstäbchen anzünden. Bist du wieder im LKW, Tani? Yep. Alter, man kann sich hier hinter diesem Brett verstecken, ist ja voll geil. Ja, yep, das ist das beste Versteck. Ich gerade auch schon, aber deine Hand guckt raus. Deine Räucherstäbchen gucken raus. Räucherstäbchen ist fertig, das Event. Nur, lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden, haben wir noch nicht. Wer ist das Einzige, was fehlt? Meine Sanity? Blub 90, ich 90, du 100. Achtung, ist auf 8, ist auf 8. Kermes? Kermes Moore? Alter, hat sie. 9. Wieder 6, ne 5, 1, einfach mal richtig schön durchbeleidigen. Wir haben noch zweimal Pillen, jetzt ist auf 0. Die kriegen das nicht richtig hin, ne? Wenn ich die durchbeleidige, die Geister, dann 10 und ich werde gejagt. Mal wieder auf 4. Alter, wie oft ihr den Namen steckt. Ja, es ist noch 4, es ist noch voll chillig, also. Ist er beide auf 90, also. Ich laufe im Flur rum. Okay. Ne, ja, ist alles noch gut. Auf 0 wieder. Hat er sich denn schon mal gezeigt? Nein.
ist ein Shade. Shades sind sehr schüchtern. Wenn ihr zu zweit auf dem Haufen hockt, wird sie sich kaum zeigen. Ich gehe mal runter in die Eingangshalle. Hier liegen auch noch Räucherstäbchen, die räuchern. Ja, das sind meine, die halten unendlich lange. Wieso halten wir deine unendlich lange? Weil die hier aus dem Dorf kommen. Ah. Ist auf null übrigens. Ich habe unseren LKW nochmal umgedekoriert übrigens. Oh, frische Luft. Zwei. Hier unten liegen auch noch welche, die brennen auch ewig. Ich habe deine gerade runtergeschmissen. Immer noch auf zwei. Sanity sieht gut aus. Beide 80. Ich habe die Räucherstäbchen aus der Tür geworfen. Aktivität 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ich komme jetzt. Hast du ein Foto? Immer noch 10. Foto von dem Haufen in meiner Hose, meinst du? Nein, das nicht, bitte. Den Geist. Immer noch 10, jetzt wieder 0. Von dem habe ich auch ein Foto, ja. 0. Und wie sah sie aus? Es war ein Schatten. Kenneth war ein Schatten. Ah, ein kleiner oder ein großer Schatten? Ein großer Schatten. Oh. Ja. Auf mich zukam. Oh ja, ich sehe es. Oh ja. Wie findet ihr die neue Lampendeko? Sieht doch auch ganz schön creepy aus, ey. Ja. Wie findet ihr die neue Lampendeko? Dein Arm mit Räucherstäbchen im Holzbrett sieht auch creepy aus. Was sagst du zur neuen Deko im LKW? Ja, hä? Hä? Was? Aua. Ist das denn gemacht? Nein, ich war mich da, ich dachte, ich bin kreativ und so. Hä? Habt ihr es eingetragen? Ich hab's eingetragen, ja. Ja. Musst du aufpassen, dass du dich nicht sauber kriegst. Ja, ne? Das ist echt kritisch. Jetzt haben wir alles erledigt. Ja. Fortgeschritten, alles. Nice. Ja, ein Shade. 140. Yeah. Okay, krass. Oh Gott, ich hab die Highschool auf Profi. Da können wir direkt unsere Ausrüstung wegschmeißen. Ja. Ja, alle rein, Tür zu weg. Ja, so eine Art. Wofür ist das Parabolmikrofon? Also ich habe gesehen, du kannst damit... Haben wir jetzt gar nicht ausprobiert, ne? Du kannst damit weit entfernte Geräusche siehst, hörst du dann irgendwie. Okay, Kruzifix schon voll. Futterapparat noch, Feuerzeug. Auch schon voll. Sanity Pillen. Ah, schon voll. Mann. Ich weiß nicht, wollen wir die eine Runde jetzt hier noch machen und dann aufhören? Ich wollte gerade auch sagen, das ist meine letzte Runde. Ja, machen wir das so. Ich bin schon da. Da war er weg. Ja. Hi. Gut. Richard Miller. Alleine und für Gruppen. Ja, toll. Anfänger, ne? Ja. Ja. 13 Grad hier schon.
Okay, kein Reacher-Brett, so wie es aussieht. Ich dachte, ich habe gerade was Steppen gehört hier unten. Oben, ganz linker Raum. Willkommen. Ich schub da noch das Thermometer weg. Brauchen wir ja nicht. Was habt ihr alles dabei? EMF Geisterbox. Dann bringe ich Schwarzlicht mit. Ein Grad, 08. Na, kriegen wir Minus. Wir schreiben das Buch. Minustemperaturen. Perfekt. Warum bist du? Warum bist du hier? Schreibe in das Buch. Schreibe in das Schwarzlicht Buch. Schwarzlicht sehe ich gerade nicht. Zeige dich uns. Wo bist du? Aktivität 4, Sanity um 90%. Kannst du nicht uns zeigen? Oh. Ich habe EMF 5. Ist jetzt immer hier in der Ecke. Sie hat auch vorhin das Radio hier angemacht. Ich stehe hier kurz. Könnte es noch Obst sein? Dann stehe ich hier kurz. Ja, kann es noch sein, dann wäre es vertont. Dann guck gleich mal, wenn du im Auto bist. Okay, kannst du dich ein bisschen weiter nach links drehen? Noch ein Stück. Geister Orbs confirmed. Wir sind einfach so pro in dem Spiel. Das Spiel macht Laune. So, was haben wir extra so? For the money? Extra? Ein Foto war ja klar. Bewegungssensor und Kruzifix. Ich habe die beiden Sensoren, ich weiß nicht, was davon was ist. Ich habe mal beide mitgenommen. Der helle, den brauchst du nicht. Der helle ist Audio. Das weiße ist, genau. Ja, ich bringe mal beide an. Okay, dann nehme ich da mal noch ein Kruzifix mit. Training für Profi. Und eine Kamera noch am besten. Wir müssen sie wieder. Wie heißt sie? Alter, das Telefon. Er heißt Richard, Miller. Okay. Richie, wir kommen. Richie Rich. Kennt ihr noch Richie Rich? Richard. Richard, bist du da? Richard Miller, hi. Na, was geht? Ich glaube, ich habe ihn gerade wieder gesehen, aber nur so seine Beine oder so. Okay. Richard Miller, bist du hier gerade bei uns? Du hast was umgeschmissen, warum? Das ist Parabolmikrofon. Das sieht aus wie so ein Wok. Aber, ihr seid jetzt die ganze Zeit am Reden und... Oh, Alter. Nicht das Telefon, zeig dich. Ja, hallo, ich hätte einmal Pizza Salami, bitte, danke. Oh, eine Dönerpizza. Ich nehme Dönerpizza. Oh ja, jetzt mal was bestellen. Boah, ich kann nichts bestellen, hier auf dem Dorf geht's nicht.
Richard, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich habe gerade Foto gemacht. Oh, toll. In der Sekunde war er nicht mehr da. Ich war auch einen Tacken zu spät, glaube ich. Alter. Hat nie jemand erwischt? Ich bin mir nicht. Ich gehe gucken. Also ich habe. Ja. Ich hab Geist und Interaktion. Ja, ich habe ihn. Wir haben ihn. Müsste passen. Sollte passen. Kann man im Buch auch irgendwo sehen, ob die Aufgabe erfüllt sind? Nee, ich glaube, im Buch kannst du nicht sehen. Du kannst nur sehen, ob das Bild das da ist. Das wäre echt praktisch, ne? Wenn das Buch dann aber zu, oder beziehungsweise diese Liste hinten in zukünftig im LKW ist, dann wird's lustig. Jetzt wird nur noch Kruzifix fehlen, aber ich glaube, das können wir uns sparen. So. Na dann. Ist mir das eingetragen? Phantom, jo. Alles eingetragen, ja. Jo. Den Kruzifix möchte ich auch mal hinkriegen. Ich würde gerne mal sehen, wie man das mit dem Kruzifix macht, ey. Eigentlich abwerfen, habe ich jedenfalls mal im Video gesehen, aber hat eben nicht bei mir nicht funktioniert. Nein, ich glaube, wie gesagt, da musst du dich angreifen, da musst du in der Jagdphase sein, damit das geht. Ja, ich danke euch. Eine kurze Runde Phasmo. Eine kurze Runde Phasmo, 6,5 Stunden, das ging voll klar. Ich danke euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Danke schön. Ja. Es war voll lustig teilweise. Ja, also waren ein paar echt gute Runden mit bei. Und ich unterschreibe keinen Geisterjägervertrag, Tani. Warum? Doch, ich will. Ich gehört. Guck mal, ich kann einen basteln, so einen richtigen Geisterjägervertrag. Und dann gehen wir dann am Halloween richtig hier professionell an das Werk. Das wäre richtig geil. Dann können wir sagen, ja, wir sind professionelle Geisterjäger, wir haben sogar. Ja, da können wir sogar sagen, wir sind professionelle Geisterjäger, wir haben einen Vertrag sogar. Ja, wir dürfen das. Also ich muss sagen, Anfänger finde ich mittlerweile total easy, fortgeschritten. Ja. Geht, okay. Ist aber nicht ganz so schlimm. Es kann mal schlimm werden, aber geht eigentlich. Ja, ich finde es auch. Profi haben wir noch Respekt. Ja. Profi, mal gucken. Also ich bin auf Halloween echt gespannt, wie Profi wird. Bin ich echt gespannt. Ich warte halt immer noch auf meinen Mega-Jumpscare. Er ist immer nicht da. Einziges, was zwischendurch nervig ist, ist halt... Das mit der Oma war schon krass. Mit der Oma? Wo die immer vor mir stand? Ja, das war okay, aber... Das war halt nicht der, wo ich sage so, boah, ich hab mich jetzt... Ich hüpf vom Stuhl weg.